Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Thimbleweed Park. In der letzten Folge haben wir hier das Geheimtreffen gefunden und Dolores ist da einfach mal hochkant wieder rausgeschmissen worden. Ich will noch kurz gucken, ob hier draußen vielleicht noch irgendwo was ist. Elektrischer Zaun, elektrisches Tor. Der Start stinkt. Aber anscheinend gibt es hier nichts weiter. Na gut, dann will ich mal ausprobieren, was jetzt passiert. Ah, da, geheimer Bunker. Wenn ich jetzt mit einem der Bundesagenten dahin gehe. Ich vermute mal, wenn einer da reinkommt, dann ist es Ransom. Deswegen vorher mit den anderen nochmal probieren hier. Denn mich würde schon interessieren, was da unten abgeht. Bin ja mal gespannt. Und es geht abwärts. Mal ein bisschen anders hinsetzen nebenbei. So, Chance nutzen. Damit man mich auch vernünftig versteht dann. So. So ist irgendwie mein Lieblingswort, ne? Sag ich ständig. Bin ja mal gespannt. Hallo. Hey, you're not welcome here. No feds allowed. No amscrape, pig. Oh yeah? Well, we'll be back with a warrant. Jo, habe ich mir schon fast gedacht. Gut, dann können Reyes und Dolores sich hier mal ein bisschen austauschen. So. Und Ransom übernimmt den Fall. Warum ist er nicht einfach... Na egal. Egal. Irgendwie müssen wir ja die Folgen vollkriegen. Ziehen wir das Let's Play ein bisschen in die Länge, macht ja nix. Na komm, beeil dich mal ein bisschen. Wie viele Staubkörner brauchen wir eigentlich noch? 10 Stück? Ich habe übrigens die Startzeit für die Fabrik vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, worauf wir die Uhr jetzt einstellen müssen. Da werde ich dann wahrscheinlich rumprobieren müssen, wenn wir dann endlich soweit sind. Weil ich rufe einfach nochmal an, das geht natürlich auch. Rein prinzipiell blöd gelaufen. War das 12.30 Uhr? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Ransom, you freaking jerk! I shouldn't let you in after all the hard times you gave me. Okay? Come on in. No pizza jokes, though. Sure thing, pizza face. And don't forget to take your goodie bag before leaving. Jo, und Ransom darf tatsächlich rein. Und da liegt ein Staubkorn. Nehmen wir natürlich mit. So, Chat, was ist denn hier los? Thanks for coming. Stay vigilant. What is this place? It's our secret bunker. Brett built it, so we can finally be safe from the government and their high-frequency mind-control waves. They only work above ground. Ja, die sind bestimmt von Murkoff entwickelt worden. Kennen wir ja aus Outlast 2, ne? Die Gedankenkontrollen, Hochfrequenzschall-Dinger da. Finde ich total scheiße, dass um das Spiel zu verstehen, dass man da ein Dokument finden muss, was irgendwo an einer Stelle versteckt ist und ansonsten kapierst du halt nicht, worum es geht. Das nur am Rande, das ist Outlast 2, wir sind in Thimbleweed Park. You know, you're crazy, right? You just think that because you've been on the surface too long, dude. If you stay down here and let the effects of the signals wear off, you'll realize how much sense this all makes. Or you could wrap your head in tinfoil and protect your brain. You! I ain't ruining my clown fro for some conspiracy nut job. Do you really believe this conspiracy crap? I trust my brother. Brett is like the smartest guy I know, and he explained everything to me. Like how mucus phlegm secretly makes games that deny us free will, and CDs are a government conspiracy to prevent us from playing songs backwards and picking up their coded messages. Your brother's a loon, kid.
Oh Mann. Also einer hat ja noch gefehlt. Are you even a pizza guy? It's just a cover, so I can go find new recruits without drawing the eye of the man. It's like Brett always tells me, you got to blend in. Oh, and a giant slice of talking pizza totally blends in here in a town that doesn't have a pizza joint, right? Exactly. Hide in plain sight. Oh, man. Idiot. That's doof, eh? Why a pizza costume? Why not something less conspicuous, like a clown costume? Duh. Like I'd go above ground without protection from the signals, you gomer. My whole pizza suit is lined with foil. Oh, yeah. You're wearing a foil-lined pizza costume, and I'm the gomer. Moron. How many morons have you recruited so far? I got quite a few of the town folk on board now. We got the Pigeon Sisters, George the Postman, Carney Joe, DJ Cassie. Carney Joe. We're growing, but we still gotta keep it on the down low. I can't have the sheriff getting suspicious and trying to shut us down. Good thing there ain't anything suspicious about you, face. Yeah, okay. Der Postbote überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht. Und die Pigeon Brothers Sisters, das war ja zu erwarten. Mit diesem ganzen, die Signale sind stark heute Nacht und was alles von sich gegeben haben. Wer war das noch? Ich hab's vergessen. Carney Joe, den haben wir schon lange nicht gesehen und das letzte habe ich vergessen. Was wollte ich eben noch sagen? Achso, ja, wenn die Pigeon Sisters hier sind, dann kriegen wir ja vielleicht jetzt hier einen Schraubenschlüssel, dass wir diese Batterie ausbauen können, ne? I think I left my hot plate on. Gotta run. What a waste of time. Don't forget to take a goodie bag. Ja, nehme ich schon. Hello? We're starting the meeting now. Please, gather around. Hello all, thank you for coming to this very important informational meeting. I'm Brett Lockdown, and that's my brother Chet guarding the elevator. Hiya! First I have to ask, any feds here? No way! Hier, da, ist ein Bundesagent, der Postbote. Let's begin. Have you heard the signals? The government is controlling your mind. They are taking away your free choice. We are becoming mindless sheep with no control over our destiny! Fight back! Are you with us? Yeah! Squawk! Yes! I'm with you! Yeah! That's all for now. Stay vigilant. And don't forget to take a goodie bag before you leave. No pinching! Out of the way! Out of the way! Squeal! Eek! Watch it! Hey, no pinching! Ow! Eek! Das war aber jetzt nur eine Taube, hätten es nicht zwei sein müssen. Na gut. Ist hier noch irgendwie umsehen jetzt? Wenn nur die Geschenktasche mitnehmen, dann machen wir das einfach mal. It's pretty heavy. It's a brick wrapped in aluminum foil. Aber warum? Hard to unwrap. Alter, ernsthaft? It's a brick of C4 explosive. Better be very careful with this. It's a sheet of aluminum foil. Okay, können wir das vielleicht jetzt gleich... Nein. It's a sheet of aluminum foil. Guck mal nicht, was ist das für eine Diskette? Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. Silbury Hacker Boot Disk. Okay, die sollten wir vielleicht mal Dolores geben, dann kann die gleich mal in ihrem Computer ausprobieren. Aber das hat uns unserem grundlegenden Problem nicht näher gebracht. Hier ist auch nirgendwo mehr irgendwas, ne? My hand just passed through the pages.
I can't open it. Das ist blöd. Und wenn wir pusten? Ach, Schiete. Hier, machen wir es anders. Dolores, achso, erstmal. Ich will immer noch die Pigeon Sisters irgendwo hin locken. Thanks a lot. Damit wir uns das Werkzeug holen können, weil ich wüsste nicht, wo wir das sonst herkriegen sollen. The disc is in the wrong format. Falschen Format. Looks like a strange floppy disc. It says Silbury Hacker Boot Disc on the label. Silbury Hacker Boot Disc. Aber es ist eine Floppy Disc, das heißt, wir brauchen einen Floppy Drive dafür. Ich gucke nochmal kurz hier unser Inventar durch. Bei allen, aber ich meine, eine Brechzange oder irgendwas hat keiner von uns, ne? Also, da habe ich ja schon geguckt. Er hat kein Inventar, ne. Ah, ist das doof. Zwei, vier, neun, drei. Das muss doch irgendwie gehen. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Obwohl, wartet mal. Dolores, ich hab nochmal einen Job für dich. Jetzt eine Sache, die wir vielleicht noch ausprobieren können. Da weiß ich nicht, ob wir da Zugriff drauf haben, deswegen gucke ich einfach mal. Nee, hier war es nicht. It won't work on that size tube. It's for a TX1138 size tube. That's a WC67. I'm not a fireman. I don't want to pick that up. It's in here pretty tight. Better leave it alone, or I might flood the street. Ja, dann lass es halt. Scheiße. Das wäre jetzt noch eine Idee gewesen. Mann, ey. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich festhängen hier, oder? Hier nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwo was übersehen haben, einfach. Kann ja auch sein. Irgendwo noch Werkzeug rumsteht, dass wir einfach, wo wir nicht dran gedacht haben, dass wir das einfach liegen gelassen haben. Aber es sieht nicht danach aus. I can't move it with my hands. It's rusted in place. Total verrostet. Warte mal. Warte mal, vielleicht. Vielleicht denke ich ja auch falsch. Vielleicht brauchen wir gar kein Werkzeug.
Wir müssen das nur einfach irgendwie wieder lösen hier. I don't want to waste it on that. It doesn't work in that. Das hätte mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Und wenn ich... Wenn noch ein bisschen radioaktiven Müll mitnehme und den da nochmal drauf kippe. This radioactive waste won't loosen the bolt. Na gut. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. I've heard the Pigeon Brothers are good plumbers and electricians if you need them. That's most kind of you. However, we already have some excellent Abu people we've used for years. I wonder what the guest is up to now. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. It's the official Ransom the Clown candy barfer. It's supposed to dispense one piece of candy each time you use it, but it emits deadly sparks instead. Oh Leute, ich weiß es doch nicht. Das ist bitter. Das ist gerade mehr als nur ein bisschen bitter. Können wir das vielleicht mit dem C4 wegsprengen? Ein bisschen übertrieben, ne? Would make a huge mess. Ach ja, und? Na gut. Okay, dann werde ich jetzt erstmal... Das wird mir gerade ein bisschen doof. Vor allem zieht es jetzt gerade das Let's Play unnötig in die Länge, weil ich weiß gerade nicht, was wir sonst noch machen könnten, weil wir jetzt hier nicht weiterkommen. Von daher würde ich sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich tatsächlich herausgefunden habe, wie es denn jetzt hier weitergehen soll. Bleibt dran. Und bis gleich. So, da bin ich wieder. Zimmer 807 müssen wir. Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe online nachgeguckt, weil da wäre ich nicht drauf gekommen. Wir müssen, wenn der Hotelmanager auf seinen Monitor guckt und dieses, ich frage mich, was der Gast gerade macht, dann müssen wir mit Franklin auf den Monitor gucken und die Zimmernummer merken, hier 807. Dann müssen wir mit Franklin dahin und müssen da erstmal richtig für Furore sorgen. Und zwar bis zu dem Punkt, wo dieser Gast halt so panisch ist, dass der Hotelmanager dann die Visitenkarte der Pigeon Brothers Sisters annimmt und die ruft, um hier für Ordnung zu sorgen. Da muss man erstmal drauf kommen. That's a bit strange. What was that? What on earth is all that? That poor man! I've got to help Abu him! Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency, Abu, right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service arena, Abu! Where will I find someone else, Abu, at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. Okay, so, jetzt versuchen wir es nochmal mit der Karte. I wonder what the guest is up to now. I heard a rumor your maintenance people aren't available tonight.
Why don't you try the Pigeon Brothers? Why, Abu, that's exactly what we need. Thank you so much, Abu. Okay, und jetzt machen wir hier nochmal. What was that? So, immer das gleiche machen ist ja langweilig. Again? Maybe that's what it does normally. Okay, das hat er wohl nicht gehört, aber ich puste ihn mal an. Again? Maybe I didn't imagine it. So, jetzt aber, komm. That poor man. Maybe these new people can help Abu him. Poultry Brothers Plumbing, Abu? We've got a maintenance emergency, Abu, right now. You can be here right away. Thank Abu you. We've received a signal that you're in need of some paranormal plumbing and electrical help. Thanks. Let me know when you're done. Okay, wunderbar. Was passiert denn, wenn ich jetzt... I don't want to disturb the professionals. Ah, okay. Ja, Profis bei der Arbeit. Sehe ich sofort. Gut, dann kann ja Agent Ray jetzt mal hoch in das Zimmer und kann uns das Werkzeug holen, was wir brauchen. Damit es endlich mal weitergeht hier. Wobei ich sagen muss, bis zu diesem Zeitpunkt sind wir eigentlich verdammt gut durch das Spiel durchgekommen. Also es gab bisher nicht wirklich große Momente, wo wir festhingen. Tschüss. Achso, jetzt kann ich noch mit denen reden. No time to talk. We're trying to work out what caused this malfunction. Wait a minute. What are you doing here? Where's our Wrenchtron 3000? Here it is. Oh, thanks. You best be going now. Ja. Na ja. Tschüss. Schnell weg. Franklin kann den Pigeon Brothers ja noch ein bisschen Gesellschaft leisten. Und Agent Ray macht sich jetzt auf zur verlassenen Fabrik. Und ich glaube, oh, ich könnte ja auch einfach die Landkarte benutzen. Ich bin doof. Ich glaube, wenn wir da erstmal drin sind, dann wird es erst so richtig interessant hier. Das erste Mal, dass wir alle vier Leute tatsächlich jetzt hier vereint haben, oder? Weil die stehen ja jetzt tatsächlich alle hier rum. Und die wollen ja auch alle in die Fabrik. So, hier, mach auf. Ach, weißt du was? It's an old discharged battery. Ich würde jetzt spontan sagen, dass wir die vielleicht hier am elektrischen Zaun laden können. Oder zumindest versuche ich das mal. Das hatte sie verdient. Das hatte sie definitiv verdient. Das ist der einzige Hauptcharakter, den ich inzwischen nicht mehr so wirklich mag. Wegen dem Grund, aus dem sie tatsächlich hier ist. Ja, Reyes und Dolores sind mir mit Abstand die sympathischsten. Aber dann hat Agent Ray wenigstens auch mal wieder einen Beitrag geleistet hier. So, jetzt Schalter ziehen. Wunderbar. Und jetzt kann nämlich Reyes die Uhr hier reindrücken. Und das Tor ist offen. Er ist da.
Er hat's geöffnet, er darf auch als erstes gehen. The doors are locked and there's no place for a key. Dann drückt er mal den roten Knopf. The doors moved a little bit but stopped. They must be stuck. I think they're unlocked. It opened a little more. Ah, okay. Dann brauchen wir da jetzt wahrscheinlich tatsächlich alle Charaktere, um dieses Tor zu öffnen. 2 bis 3 ziehen. Einer kriecht durch. Das war der Doom-Sterbesound. It opened a little more. So, Ransom geht auch mal ziehen. Und Dolores schleicht sich dann rein. Oder. I think someone could squeeze through now. Jo, das macht Dolores. Schade, dass Franklin nicht mit in die Fabrik kann. Wobei, vielleicht finden wir noch irgendwas, dass wir das Portal dann zu einem anderen Ort öffnen können. I think I can squeeze through the opening now. Jetzt bin ich ja gespannt. Holy! Ja, was denn? Oh, you said it, Clown. This can't be. It's not possible. What have you done, Uncle Chuck? Ja, was denn? Teil 7. Der Wahnsinn. Das sind aber komische Kissen. Look like bouncing wings. Shut up, Ransom. Okay. Reyes geht mal vor, der ist immer ein Bundesagent. Was ist das dunkel hier? There are hundreds of robots out here. Okay, das sind die Sicherheitsroboter, ne? Von denen wir schon gehört haben, von denen wir schon gelesen haben. Ich glaube, da kommen wir ohne weiteres nicht durch. Dolores soll sich das nochmal selber angucken. Ansonsten habe ich schon eine Idee, wie es hier weitergeht. I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. SR01. Ja gut, dann können wir ja jetzt endlich in die Mansion, in die Bibliothek und dieses Anleitungsbuch holen, von dem ich schon vor so vielen Folgen gelesen habe und was das Spiel mich nicht hat suchen lassen. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 Library Filing. I see there is a manual on the SR01 Security System. It's in Section 2.1. 2.1. Da. Programmierung der SR01. Dann mach dich mal auf den Weg. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Dolores ist heute etwas langsamer zu Fuß. So, zeig mal her. Programmierung der SR01, Chuck Edmund. Der SR01 Sicherheitsroboter ist der aggressivste und sicherste Roboter für Wachdienste. Er kann dank der Pilotron-Röhre von einfachen Räumen bis hin zu kompletten Fabrikgebäuden eingesetzt werden. Fortgeschrittene Radarscans in 4 Richtungen geben ihm komplette Übersicht über die Umgebung. Der SR01 wurde reprogrammiert, um die 3 Gesetze der Robotik zu ignorieren und ist daher extrem gefährlich. Es ist angeraten, einen kompletten Kurs zum SR01 zu besuchen, bevor Wartungen durchgeführt werden. Die leicht zu erreichende Fernschalttafel kann genutzt werden, um den Wachmodus einzustellen. Die Modi reichen von passiver Überwachung über Abschreckung bis zu Suchen und Töten. Alle 2 bis 3 Wochen sollten die Roboter in den Wartungsmodus versetzt werden, in dem der rote Jumper auf B23, der grüne auf F56 und der blaue auf D56 gesteckt wird. Das darf nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.
Durch das Lesen dieses Handbuchs verzichten Sie auf jeden Rechts- und Schadensersatzanspruch. Rot, Grün und Blau, was? Now I can reprogram those guard robots. Okay. Also da rein rennen hier. Müsste ja theoretisch im... Ich guck erst noch mal kurz hier unten, aber theoretisch müssten wir ja ins Sicherheitsbüro, um die Roboter zu programmieren, oder? Okay. Ich guck noch mal kurz ins Wachbüro. Da geht's hoch. That's the short corridor. Back to the main door. Oh, diese Laufwege. I don't want to pick that up. Ja. Okay, wenn's hier nicht ist, wo könnte es denn dann sonst noch sein? Ist eine Frage, mit der sich der Zukunfts-Rio auseinandersetzen kann, denn wir sind hier fertig. Das war Thimbleweed Park für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.